nicht mehr da. Was wollt ihr? Ihr habt da Myrten mitgebracht. Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links, spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Die Hexe versprach, den Trank zu brauen. Ich sollte nach einer Weile wieder zurückkehren. Ach, Alvin, da bist du ja. Was los? Moment. Warum ist da so eine Treppe? Na, egal. Wir gehen wieder raus. Und wir sollen nach einer Weile wieder zurückkehren. Würde ich ganz einfach sagen, wir sammeln noch ein bisschen Schöllkraut und so weiter ein. Da wird aber nur das angezeigt, was man noch nicht gesammelt hat, ne? Also nicht, dass ich jetzt hier, jawohl. Oh, da war sogar 2-mal Schöllkraut dabei. Da vorne ist noch mehr Schöllkraut. Da hinten ist schon wieder. Oh, das kann man öfter einsammeln, oder? Da hinten, das neben dem Haus von Abigail, kann ich nämlich nochmal einsammeln. Wir gehen mal gerade noch hier, Tür zum leerstehenden Haus. Gehen wir einfach mal rein, leerstehend. Können wir uns auch mal ein bisschen... Oh, hier ist aber auch nichts. Noch, bereichern an Zeug, aber da ist leider dann wirklich nichts, außer ein bisschen Salpeter. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach noch ein leerstehendes Haus. Hier soll ich auch noch rein. Wir sammeln hier noch... Moment, da waren wir doch schon. Wieso können wir das wieder einsammeln? Das ist ja mal awesome. Moment. Geht das auch so? Wo haben wir weiße Myrte? Wo ist denn hier jetzt weiße Myrte? Das... Nee, das Ektoplasma. Hier, das ist... Ah doch, weiße Myrte. 2 haben wir jetzt. Moment. So, sind es jetzt auch 3? Ja, das kann man tatsächlich öfter einsammeln. Das ist ja mal nice. Ich frag mich gerade, warum, aber es geht auf jeden Fall. Naja, dann sammeln wir hier mal noch weiße Myrte. Was ist das für ein Vieh? Ah, das Vieh haben wir doch schon mal gesehen. Also, das heißt das Vieh. So, hier noch weiße Myrte. Nehme ich noch mit und dann... doch glatt behaupten, dass wir dann wieder ans Lagerfeuer gehen und uns ein bisschen ausruhen und dann wieder zur Hexe gehen. Also schlafen wir mal eine Zeit lang. Wir haben jetzt zu, machen wir mal bis zur Dämmerung. Das sollte eigentlich reichen, dass die Hexe den Trank fertigstellt. Weiß auch nicht, wie Geralt das so lange aushält, so in kniender Position da zu pennen quasi. Also er meditiert ja in Anführungszeichen, aber eigentlich pennt er ja. Bis Dämmerung. So, dann gehen wir jetzt wieder schnell zu Abigail und dann gucken wir, ob sie den Trank fertig hat. Da vorne ist Abigail, das müsste sie sein. Und auf dem Weg nehme ich, ja, das hier können wir noch nicht nehmen, aber hier das wieder. Ui, scheiße, so. Ja, Balissa, das können wir wieder mitnehmen. Jawohl. So, und dieses Schöllkrautpflänzchen auch. So, und jetzt gehen wir rein zu Abigail. Ui, wo ist sie denn? Oh, die pennt gerade, sorry. Was wollt ihr? Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben Sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, wählt ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut, zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold. Die Bestie ist geboren. Wah! Wah! Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid?
und immer noch unter dem lebenden Wald? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brech die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin, ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Lebt wohl, Abigail. Also die Bestie scheint gekommen zu sein, weil die Bewohner hier so blutrünstig sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was Alvin hier so von sich gegeben hat. Was hat die uns jetzt gegeben? Ach stimmt, irgendwas von Berengar. Ach, das so, hier können wir noch lesen. So, das wird jetzt irgendwas freigeschaltet im Glossar. Interessiert mich momentan aber nicht. Höllenhundseele. Diese Notizen enthalten die Formel des Trankes, der die Überreste eines Höllenhundes gewonnen wird. Aha. So, der Ghoul-Vertrag. Wo ist denn jetzt das von? Ein Buch über Feldpflanzen. Wo zur Hölle ist jetzt der Brief? Ah, hier. Ah, Berengars Aufzeichnung über die Bestie. Erste Nacht, 95 Kilo Muskeln, an die 1,5 Meter groß, Fangzähne wie der Daumen eines Mannes. Man hält sich besser von ihr fern. Zweite Nacht, ruft mit ihrem Heulen Bargästen herbei. Dämonische Herkunft so gut wie sicher. Dritte Nacht, höchst resistent gegen Eisen und Zeichen. Hat drei Ürden, die auf sie gewirkt wurden, nicht einmal bemerkt. Vierte Nacht, alle Eigenschaften von Alsus Dämon bestätigt. Die Bestie stellt eine Frage. Wer die richtige Antwort nennt, hat eine Chance, sie zu töten. Aha, interessant. Was ist das denn für ein WTF-Vieh? Stellt eine Frage und wenn man richtig hat, kann man sie töten. Komische Sache. So, und Stahl wird wohl nicht helfen gegen das Ding. Das heißt, wir bräuchten an für sich ein Silberschwert. Wir haben leider kein Silberschwert. Aber hier geht nicht, aber das können wir schon wieder mitnehmen. Übel, dass man hier alles 100.000 Mal mitnehmen kann, ey. Hoffentlich kann man das irgendwann mal auch verkaufen, dieses weiße Mürtelzeug und Schöllkraut und keine Ahnung. Ach so, wo gehe ich denn hin? Eigentlich wollte ich ja zum Geistlichen. Und den Geistlichen, den werden wir hier nicht finden. Moment mal, den werden wir aber auch da nicht finden, oder? So, hier geht's lang, nämlich. Ich war jetzt gerade verwirrt. Irgendwie wollte ich gerade zur Taverne, aber ich habe keine Ahnung, warum ich dahin wollte. So, also wieder zurück in die Stadt oder besser gesagt ins Dorf. Und dann reden wir nochmal mit dem Geistlichen und erzählen dem ein bisschen mehr über die Bestie. Und ich hoffe, dass er uns dann auch endlich mal etwas verrät über die Salamandra. Denn das ist ja eigentlich unser Ziel, etwas über die Banditen mit dem Salamander-Abzeichen zu erfahren. Denn die scheinen ja auch hier zu sein, irgendwo im Umland hier von Vysimar, wo wir auch uns gerade befinden. Denn die Leute hier leben ja in Angst und Schrecken vor diesen Salamandra. Und wir sind ja auch schon auf ein paar gestoßen, fällt mir gerade wieder ein, als wir bei Mikul waren, am Eingangstor zu Vysimar. Da waren ja auch ein paar Salamandra vorbeigelaufen. So, Berberrohr. Nehmen wir das auch mal noch mit, das gute Berberrohr. Na, so. So, immer noch zweimal Schellkraut, einmal weiße Mürte. Auch das lassen wir noch in unser Inventar wandern und dann reden wir aber auch wirklich direkt mit dem Geistlichen und lassen auch hier die Bürgerwehr in Ruhe. Beziehungsweise die lassen uns auch in Ruhe. Aber jetzt ist der Geistliche, also das heißt mal nicht da draußen, sondern wohl in seiner Hütte. Also gehen wir ins Haus des Geistlichen rein und reden dort mit ihm. So, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er ja. Sprecht, schnell. Warum soll ich immer schnell sprechen? Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein.
Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. 200 Orenz. Ich habe alles getan, was verlangt wurde. Wo ist das Versteck der Salamandra? Geht zum Gasthaus. Es wurde von einem Trupp im Dienste der Salamandra übernommen. Sie verstecken sich im alten Haus. Olaf hat einen Schlüssel. Und Hexer. Ja? Nichts. Möge das ewige Feuer eure Seele erhellen. Sag den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird. Okay. Jetzt haben wir also zum einen 200 Orens erhalten, was gar nicht mal so schlecht ist. Und zum anderen wissen wir jetzt, wo sie sind. Die Salamandra. Die bösen Salamandra. Jetzt wissen wir, wo sie sich versteckt haben. Und ich würde sagen, das nutzen wir doch auch gleich mal aus, während ich hier noch ein bisschen was einsammle. Laufen wir wieder zurück. Och, komm, das lassen wir jetzt mal rechts liegen hier. Laufen wieder zurück zur Taverne, reden mit Olaf, nehmen uns den Schlüssel und mischen dann die Salamandra auf. Aber zuerst müssen wir wieder zurück zur Taverne, zur Kneipe. Das ist ja noch ein Stück. So. Obwohl an für sich ist es gar nicht so weit, wenn wir letztendlich dann auch mal in Wysima drin sind. Wysima ist dann auch relativ groß. So, Moment, da, ne? Da hinten sind wir doch richtig, oder? Ich bin jetzt gerade... Ja doch, wir sind noch auf dem rechten Weg. Sind das hier Banditen? Oh, ein Bargast. Jo, Simo, eine on. Jo, servus. Dann machen wir den mal fertig hier. Scheiße. Ein Bargast. So, der ist tot. Noch einer. Nee, ne? So, jetzt will ich mir gerade wissen, das sind keine Banditen. Das sind Jäger. Ein königlicher Jägersmann. Servus. Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut. Was wollt ihr? Ja. Na, macht's gut. Nö. Kein Bock. Das Kästchen hier sieht aus wie die Mutagene. Genau. Der Hexer. Ist ja der Wahnsinn. Hat er die einfach mal geklaut. So. Was ist denn da vorne das? What the fuck? Ein Ghoul, wo kommt denn der jetzt her? Seit wann laufen... Oh, ich wusste gar nicht, dass hier nachts auch Ghule rumlaufen. Da brauchen wir den starken, ne? Kampfstil. Scheint so. Der ist ein bisschen effektiver. Aber da ist jeder Angriff gleich fast. So, den Ghoul haben wir erledigt. Die Frage, lässt der irgendwie Überreste da für uns? Nein, der Ghoul lässt nichts da für uns. Jetzt sind wir aber auch da. Nämlich bei der Taverne. Ich setze mich allerdings zuallererst mal wieder ans Lagerfeuer und lass es morgen werden. Beziehungsweise wir meditieren bis morgens. Und dann schauen wir, dass wir den Schlüssel von Olaf bekommen. Der wird uns den wahrscheinlich auch nicht einfach so geben. Dann müssen wir erstmal wieder an dem rumreden, an dem Idioten. Der ist ja...